Wallah, sei stolz, ein Muslim zu sein. Sei stolz darauf, dass Allah dich mit dem Besten ausgestattet hat, was du nur bekommen kannst, diesen Islam. Und deswegen halte an diesem Islam fest. Wir durchleben schwere Tage und es wird noch schwerer werden. Sie werden uns Terroristen nennen. Sie werden uns Extremisten nennen. Sie werden uns Dschihadisten nennen. Sie werden uns Salafisten nennen. Wen meinen Sie damit? All diese Wörter haben nur eine einzige Bedeutung. Praktizierender Muslim. Mehr nicht. Das ist alles. Und schaut mal, subhanallah, da siehst du sogenannte Muslime in dieser heutigen Zeit. Du sagst ihm, was ist los mit dir, ja, Achi? Siehst du schon jemanden, der fünfmal am Tag betet als Extremist? Er sagt dir, ja, ich finde das schon ein bisschen extremistisch. Nicht, dass du einer der ISIS bist. Ach so, wo war denn ISIS zur Zeit vom Propheten? Gab es das Gebet damals nicht schon? Aber habt ihr gesehen, wie die Kuffar ihnen diesen Hass in ihren Köpfen ein... Und sie sagen, wir sind Hassprediger. Die Kuffar machen uns Angst vor unserer eigenen Religion und nennen uns, die wir unsere Religion verteidigen, Extremisten. Allah, ist das nicht sonderbar? Ist das nicht merkwürdig, liebe Geschwister? Was bringen wir unseren Leuten bei, außer dass sie den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala beschreiten? Und das ist für sie Grund genug, dass sie uns diffamieren und untersuchen die ganze Zeit, Razzien bei uns durchführen und alles, was man nur machen kann, um Muslime zu schikanieren. Wir sagen, sie sollen uns schikanieren, so viel sie wollen. Das hier werden sie niemals bekommen. Das ist nur die Sache von Allah. Möge Allah uns befestigen auf diesem Weg. Möge Allah Azza wa Jal uns niemals von der Wahrheit abkehren lassen. Innani ahtaju ghaythan saqiyan yakfi burqan.